Hallo meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren CS2-Video. Heute Top 10 Glocks. Braucht man das alles? Nee, Digi. Habe ich es trotzdem gekauft? Ja, bereue ich das? Nö. Wir beginnen wie immer bei Platz 10 und gehen hoch zu Platz 1. Auf dem 10. Platz liegt bei mir die Glock 18. Hi, Beam. Guckt euch dieses Teilchen an. Ich weiß, es fängt schon ziemlich heiß an. Preislich absolut chillig. 12 Cent bis 18 Cent, ich bitte dich. Also ja, sehr, sehr günstig für so einen wirklich geil aussehenden Skin. Bei den Glocks ist die Top-10-Liste bis jetzt am krassesten überarbeitet. Also die alten Listen, die ich noch im Kopf habe, wir haben so gut wie nichts mehr von den alten Listen drin, glaube ich. Oder zumindest nicht mehr an den Stellen. Also es sind so viele wirklich krasse Skins dabei, die so richtig schön vor sich hin glänzen. Ihr werdet Augen machen. Platz Nummer 9. Da liegt für 1,50 Euro bis 6,50 Euro die Royal Legion drauf. Und die ist jetzt nicht so absolut glänzy bubenzy, die ist eher so ein bisschen, ja, also die wirft das Licht auch ganz gut zurück. Glossied aber nicht so hin und her. Aber ich finde, der Kontrast und generell der Look der Waffe ist sehr, sehr schön. Hier kommt auch deutlich besser als in Go eben dieser Schlitten rüber. Sieht viel, viel besser aus. Tippeltitop. Für den 8. Platz müsst ihr die Augen zu halten. Achtung, das ist die Brass. Bzzz. Die ist auch wieder insane. Also insane krass, gerade für Leute, die eben auf Gold-Loadout gehen wollen. Also da kommt man an der Brass, glaube ich, überhaupt nicht vorbei. Der Preis 16 Euro bis 91 Euro ist auf jeden Fall schon recht happig. Ja, sie hat halt hier unten am Griffstück nichts. Das ist natürlich auch dann irgendwie wieder ein Downer. Aber der Schlitten ist absolut krunk. Ich weiß gar nicht, ob es großartig jetzt in meiner Liste noch andere Gold-Möglichkeiten gibt. Oder stehen hier auf meiner Liste. Aber das ist, ich glaube, hier kommt man kaum vorbei, wenn man Gold-Loadout haben möchte. Auf dem Platz Nummer 7 liegt eine alte Bekannte, die Glock 18 Water Elemental. An sich hier in CS2 nicht wirklich besonders, also sie reflektiert auch das Licht so ein bisschen, ist sehr schön clean, sehr schön. Ganz am Anfang waren ja bei CS2 über den meisten wirklich schönen Skins so Schleier drüber gelegen. Das ist hier nicht der Fall. Das ist, glaube ich, generell eigentlich gar nicht mehr der Fall. Oder wenn, dann nur noch ganz, ganz leicht bei manchen. Die sieht einfach gut aus. Preislich 3 Euro bis 11,42 Euro. Bei mir ist die immer noch hoch im Kurs, weil ich das Farbenspiel extrem nice finde und das halt eine meiner allerersten Glocks war. Einfach schön. Das ist einfach richtig, richtig schön. Ich weiß, die Bunsen Burner, die war da auch mit dabei. Aber direkt danach kamen die Water Elemental. Ich habe es eben schon kurz anklingen lassen beim 10. Platz. Die Liste war auch extrem schwierig. Also ich hätte sehr gerne zum Beispiel, ich habe hier noch auf meinem, ich habe das alles auf dem Papier stehen. Ich habe alleine beim Platz 4, habe ich 3 andere noch gelistet, die ich halt genommen hätte. Ich kann halt nur eine Sache aussuchen. Weiter geht's mit dem Platz Nummer 6. Das ist die Glock 18 Reaktor. Ja, könnte man auch in so ein Gold, eher Gelb, Orange Loadout reinpacken. Ist halt nicht so richtig krass glänzig. Aber schon ein schickes Teil. Ich glaube, die hatte ich auch in meinen letzten Top 10s mit drin. Ich bin mir aber gar nicht so sicher, wo sie da stand. Aber ja, preislich 3,45 Euro bis 11,24 Euro. Ja, ja, naja. Etwas, ich sag mal, darauf aufbauend, folgt auf dem 5. Platz. Ja, der 5. Platz, die Glock 18 Nuclear Garden. Die ist auch von der Glänzigkeit her jetzt nicht irgendwie krass, aber es ist halt grün. Grün ist meine Lieblingsfarbe. Da sind Totenschädel drauf. Ich hatte bestimmt ein Jahrzehnt. Mein Steam-Account ist, glaube ich, 18 Jahre alt und ich hieß 16 Jahre Killer 13 auf diesem Account. Da habe ich auch schon längst YouTube und Twitch und alles gemacht. Und das war immer ein Skin, den ich gerne gehabt hätte, aber zu der Zeit nie gehabt habe. Ja, Nuclear Garden 1,84 Euro bis 7,20 Euro. Einfach ein geiles Teil. Auch hier natürlich wieder das Minus, dass untenrum das Beinkleid der Waffe ist einfach halt nackt. Da könnte man doch locker irgendwie was anderes drauf machen, weil es sieht schon sehr uninspiriert aus hier, der Rest. Aber naja. 4. Platz, Glock 18, Steel Disruption. Hier haben wir natürlich den Blendeffekt. Das ist eine Flash. Ich stehe extrem auf diese absolut hardcore glänzenden Waffen. Wir haben übrigens demnächst wieder so geile Teile am Start. Der letzte Stream ging so ab. Ich habe ganz, ganz viele Trades von euch gemacht bekommen und werde noch welche bekommen. Unter anderem auch wieder einige Carved Jade, diese Augs, diese ultra krass Emerald-mäßig wirkenden Augs, die komplett grün sind und halt so geil glänzen. Es ist einfach ein Schmaus. CS2 ist ein Schmaus, optisch insane. 5,33 Euro bis 5,76 Euro, sehr nah beieinander liegend. Sonst auch extrem unspektakulär. Man könnte sie sicherlich mit einer Purple DD Pad zusammenspielen. Also auf City Side hast du die Purple DD Pad und hier hast du die Steel Disruption, die wahrscheinlich auch Steel DD Pad genannt werden könnte, mehr oder weniger. Schon ein schönes Teil. Jetzt kommen dann wieder die vorderen 3 Plätze. Ihr könnt wieder raten, aber wahrscheinlich ist es halt extrem schwer zu erraten. Ihr habt 3 Sekunden Zeit, das waren 3 Sekunden und schnell. Auf dem 3. Platz liegt eine sehr teure Waffe. 1289 Euro bis 2546. Sind die wahnsinnig? Für eine Glock 18 Fade. Sehr glänzig, sehr fadig. Hier kannst du natürlich auch ganz viele verschiedene Pattern haben, das wissen wir ja. Es ist ein Banger-Teil.
Aber nicht auf Platz 1, sondern nicht auf Platz 2, sondern nur auf Platz 3. Was kommt dann jetzt wohl noch hinterhergeschoben? Ich habe mich vielleicht an Fate auch langsam irgendwie satt gesehen, möglicherweise. Ich glaube, bei mir waren die Fate-Skins generell, ja doch, sie waren eine ganze Weile sehr weit oben, bei generell, also bei allen meinen Top-10-Listen, aber sie haben auch sukzessive abgenommen. Das ist ja bei der irgendwie auch so der Fall. Wobei sie jetzt in CS2 natürlich immer insane geil rüberkommen. Aber ja, dritter Platz, Fate. Zweiter Platz, da liegt die Twilight Galaxy. Ich weiß nicht genau, was es ist. Die Glänzigkeit, das Pattern, so ein ganz feines Didipad-Pattern, Galaxy-Pattern, wie auch immer. Es sieht einfach geil aus. Und wisst ihr, was mir jetzt gerade auffällt? Bin ich gerade legalerweise blind oder einfach nur auf beiden Augen dämlich? Guckt euch mal das Griffstück an. Hat das Griffstück hier einfach viel mehr Resolution als die anderen Griffstücke? The fuck? Ha? Huh? Wahrscheinlich jetzt alle wieder, ja, das weiß doch jeder, das liegt an Update 24.7. Passiert schon 38, dass du das nicht weißt, du Idiot. Warum ist das so? Kann mir das jemand mal in die Kommentare schreiben? Das ist sicherlich keine Call to Action. Preisig, liegt man mit diesem geilen Griffstück und dem schönen Schlitten da oben bei 160 bis 215 Euro. Und es sieht so schick aus. Es sieht wirklich ein gutes Ding. Wenn die auf dem zweiten Platz liegt, was ist dann wohl auf dem ersten Platz? Glänzi und grün. Ja, war ja klar, ne? Glock 18, Gamma Doppler und dann, also logischerweise halt genau diese hier, genau diese Ausführung muss es sein. Bei Gamma Doppler kannst du halt auch irgendeinen anderen Kruschel kriegen, der halt dann so aussieht. Das ist bestimmt auch für jemanden, der lila, blassblau, orange, grün und so weiter mag. Auch nicht schlecht, aber ich feiere natürlich meine Glock 18. Vielen Dank auch an Saikusa für das Teil. Sehr. Also es ist bisschen kaputt hier vorne, aber sonst so ein geiles Teil. Die spiele ich jetzt, seit ich sie von Saikusa geschenkt bekommen habe, vor 1,5 Jahren, I think, oder vor 2 Jahren. Ich weiß nicht, wie nah es dran war bei dem Release, aber ja, ich habe ganz früh geäußert, dass die natürlich insane ist. Die war da gerade am Anfang extrem teuer, ist dann ein bisschen gefallen, aber ist immer noch gerade natürlich in diesem, mit diesem Pattern nicht gerade günstig. Ja, es ist ein wunderschönes Teil. Ich habe jetzt hier 42 Euro bis 58 Euro liegen, aber natürlich, oder stehen, aber natürlich kommt es hier auch, wie bei der Fate, extrem stark aufs Pattern an, was du dann am Ende halt dafür hinlegst. Ja, das war's dann wieder mit der Top 10 hier für die Glocks. Und natürlich machen wir noch ein Giveaway. Hier zum Beispiel ein Skin, den ich auch sehr gerne in die Top 10-Liste reingenommen hätte. Ich glaube bei Platz 8, ja, zwischen 9 und 8, wusste ich halt nicht genau. Also die hätte ich, wäre die reingekommen, wäre sie halt bei 8,5 gewesen oder so. So an sich sieht die, also warte, warum, egal, doch, ich will sie beschreiben. So an sich ist die schon ganz nice, aber guck dir, das ist halt nochmal ein fettes Plus hier. Guck mal, warte, fuck, Italy, mach jetzt. Hier, also die ist schon glossy und halt hinzu kommt, finde ich die blauen Akzente sehr geil. Gerade von der Seite, da ist es nochmal ein bisschen geiler zu sehen oder besser zu sehen hier oben dann auch. Das hier könnte noch ein bisschen mehr X-Ray-mäßig sein, ein bisschen mehr. Gut, es ist halt Clear Polymer, okay, das sieht vielleicht auch im echten Leben so aus. Ich hab hier irgendwo einen Gameboy rumfliegen, der das auch hat, also wo du halt einfach reingucken kannst, aber der ist jetzt vielleicht auch schon auf dem Speicher, keine Ahnung. Yeah. Naja, die gibt es heute im Giveaway, meine Damen und Herren. Die gewinnende Frage ist, man soll sagen, ob man gerne Glock spielt oder lieber USP. Natürlich hat man nicht die Wahl, aber wenn ihr eben an die Pistol Round denkt bei CT und an die Pistol Round bei T, was findet ihr irgendwie geiler? Mit welcher Waffe fühlt ihr euch sicherer, besser, krasser? Glock oder USP? Haut's in die Comments und dann seid ihr automatisch mit im Giveaway dabei. Ja, das war's dann auch schon wieder mit dem Glock-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für die Kommentare, für die Likes. Guckt in die Streams rein. Riesen Dankeschön an Createx und an Poli. Das sind die beiden Herren, die mir gerade speziell bei diesen Videos, bei den Top 10 Videos, sehr unter die Arme greifen. Ich nehme nur auf, Createx schneidet, Poli macht die Thumbnail und ich kopiere den Titel falsch rein, falls es euch letztens aufgefallen ist. Ein paar ist es aufgefallen. Ich habe einfach praktisch ein zweites Top 10 Desert Eagle Video gemacht, aber das waren dann die, ich weiß es gar nicht mehr. Keine Ahnung, was es war. Auf jeden Fall habe ich den Titel einfach rüberkopiert und nicht geändert. Also ein bisschen Kock. Die einzige Aufgabe, die ich hatte neben der Aufnahme. Ich habe sie verschissen. Aber egal. Vielen, vielen Dank an alle, die mir hierbei eben natürlich unter die Arme greifen. Und an alle Zuschauer natürlich auch ein fettes Dankeschön. Kuss geht raus. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr, jeden Freitag ab 20 Uhr. Later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.